Ich habe vorhin ein Team erstellt und ein Klassennotizbuch und bin nun hier bei der Willkommensseite und beim Bücherregal sehe ich den Inhalt des Klassen- oder Kursnotizbuches. Ich werde hier willkommen geheißen. Das ist die Bibliothek, wo ich alles zur Verfügung stellen kann. Dieser Ordner ist nur für mich als Lehrperson und hier können alle zusammenarbeiten. Klar, und hier sind alle Teilnehmer gelistet. Das sind dieselben wie beim Team. Wenn ich nun wieder zum Allgemeinkanal gehe, verwirrt mich das einigermaßen. Hier steht Klassennotizbuch einrichten. Ich habe es ja schon eingerichtet. Okay, ich habe es tatsächlich schon eingerichtet. Ich gehe wieder zurück zum Klassennotizbuch. Ich möchte nun zum Beispiel diesen sogenannten Abschnitt umbenennen oder löschen. Mit einem Rechtsklick darauf kann ich den umbenennen und ich könnte den löschen und hier unten kann ich jederzeit wieder einen Abschnitt hinzufügen. Jeder Abschnitt hat für sich hier auf der rechten Seite einzelne Seiten. Hier der Willkommensgruß, hier häufig gestellte Fragen oder vielleicht ist es ein Jahresprogramm. Ich kann hier unten weitere Seiten hinzufügen. Ich würde natürlich hier einen Jahresüberblick einfügen zur Information oder das ganze Ding löschen, denn ich will ein schlankes Notizbuch. Rechtsklick darauf, Abschnitt löschen. Jawohl, endgültig löschen. Ich kann jederzeit hier unten bei Abschnitt hinzufügen wieder einen neuen Abschnitt erzeugen. Ich bin nun bei der Bibliothek. Das dünkt mich jetzt das Allerwichtigste. Das soll der Ort sein, wo ich all mein Material der ganzen Klasse zur Verfügung stelle. Also ich gehe auf Verwenden der Inhaltsbibliothek und hier hat mir Microsoft schon wieder eine Anleitung eingefügt. Die kann ich natürlich wieder löschen. Das ist diese erste Seite. Hier kann ich die erste Seite auch umbenennen. Und hier würde ich nun eine wirklich praktische Struktur mir überlegen oder mit den Kolleginnen und Kollegen absprechen. Es macht hier wiederum Sinn, dass ich hier dieselbe Struktur habe, wie ich hier im Team bereits erstellt habe. Ich habe jetzt hier noch keine Struktur, ich habe noch keine Kanäle. Ich nutze nun dieses Klassennotizbuch auf die einfachste Art. Ich will der Klasse Material zur Verfügung stellen. Das kann ich hier in der Inhaltsbibliothek. Alles, was ich hier reinstelle, können alle holen, aber nicht verändern. Also ich benenne mal diesen Abschnitt um zu Excel. Okay. Jetzt steckt in diesem Excel-Abschnitt eine Seite, die hat diesen Titel. Überlegen Sie sich gut, wie Sie diese Seiten benennen, denn das soll nachher den Teilnehmenden helfen, sich zu orientieren. Ich würde diese Seiten datieren, das heißt, alle Teilnehmenden wissen nachher, wann dieser Inhalt besprochen wurde. Ich beginne mal mit dem Jahresüberblick. Das ist die erste Seite, die ist zwar noch leer. Ich füge eine Seite hinzu. Das ist auch am 8.8. Das ist die Formelsammlung. Nächste Seite hinzufügen. So kann ich also pro Woche oder pro Modul oder pro Lektion hier eine neue Seite erstellen. Aber im Moment ist das ja noch immer leer und ich sehe den Vorteil noch nicht ganz zur Möglichkeit, dass ich ja hier beim Kanal allgemein ebenfalls Dateien anfügen und zur Verfügung stellen kann, die alle einfach holen können. Was ist der Vorteil? Im Klassennotizbuch sieht man den Inhalt dieser Datei sofort. Das zeige ich im nächsten Film.